Die Tiefenruine wurde freigeschaltet, doch wir werden sie erstmal nicht betreten, zumal es 99 jetzt die maximale Anzahl an Ebenen beinhaltet und ich sowieso ganz andere Pläne heute hatte. Den Heulwald, ich weiß gar nicht mehr von welcher Story der war. Wir haben aber hier übrigens auch noch 4 weitere Orte, die wir auch noch erkunden wollen. Wir haben noch sehr viel vor. Allerdings hatte ich heute vor, diese Versus-Schilder wegzumachen in den nächsten Folgen. Erstmal die Versus-Schilder, dann das, was neu ist, und dann das mit dem Los. Weil das mit dem Los sind so gesehen die wichtigen Sachen. Aber ich habe Bock auf Versus. Und ich würde sagen, wir fangen an mit Zapdos. Der war ja der einfachste bisher. Können wir ja alle eigentlich rekrutieren? Steht das da, welche man kann und welche nicht? Ich hoffe mal. Wäre auf jeden Fall ein Vorteil. Oh, wollen wir mit Zapdos anfangen oder mit Lavados? Lavados macht vielleicht mehr Sinn, da wir ja Kyogre im Team haben. Allerdings haben wir Bisasflor und ich weiß nicht. Und Frostweiler. Ich würde sagen, wir fangen einfach trotzdem mal mit dem Donnerberg an. Ich bin nämlich guter Dinge, dass wir das schaffen können. Sommeter groß. Ich möchte dieses Mal mit Kyogre anfangen. Den wir letzte Folge bekommen haben. Guckt ihn euch an. Also wenn der nicht krass ist, dann weiß ich auch nicht. Ich möchte dir gerne ein Item geben, Kyogre. Zum Beispiel ein Kraftbandana. Okay. Level 40. Pikachu muss auch mal Level 40 werden. Und dann würde ich sagen, auf zu Zapdos. Vielleicht können wir ihn auch rekrutieren. Wer weiß, wir werden es sehen im Donnerberg. Und da sind wir. Und ich kann dich nicht wegschieben? Doch. Oh Gott, Kyogre ist mega groß. Ich find's so lustig, so ein riesengroßer Frosch. Dann so, noch so ein großer Wal. Und dann so eine kleine Maus. So ein kleines Pikachu. Das ist schon lustig. Aber sind ja alle so schwach. Können alle nichts. Komm. Wir rennen da schnell hin. Vielleicht kämpfen wir in dieser Folge sogar noch Lavados und Arctos. Das wäre zumindest nice, alle drei in eine Folge zu packen. Ich meine, es würde von der Zeit her, denke ich mal, gehen. Ich wüsste zumindest nicht, was dagegen sprechen würde. Was ist denn dieser hellblaue Punkt da rechts? Da gehen wir mal hin. Was ist denn hier? Oh, das war ein Klient. Der wurde mir ein bisschen angezeigt. Und ich habe eh nicht geguckt, welche Klienten es hier gibt. Naja, dann habe ich das jetzt zumindest gecheckt. Okay. So, nein. Der Regen kommt, soweit ich weiß, von Kyogre. Das ist die Fähigkeit von Kyogre. Können wir Kyogre eigentlich auf ein Primal-Vision geben? Das ist eine Mega-Entwicklung. Wäre cool, aber ich wüsste halt jetzt nicht, wie das gehen sollte. Wie lange ging der Donnerberg? Ich glaube 13 Dinger oder so. Ich weiß es nicht mehr. Ist so lange her. Bam, 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 bam. Du, 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 dumm. Du, 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 du. Gehen wir mal nach unten. Oh, hi. Bam! Auf Damioplex. Und da ist es down. Das ist mal ein Push. Nice, nehmen die ganzen Items auf. Was war denn das für ein Item? Ein Konfusionszweig. Die nehme ich doch gerne mit, du. Bam! Ach komm. Du. Geh verfehlt. Als ob Aquawelle. Okay, egal. Gehen wir mal nach oben. Vielleicht haben wir oben mehr Glück. Hier ist zumindest Geld. Das können wir zumindest mal schnell schnappen. Weiter geht's. Hi, Damioplex, wie geht es dir denn so? Anscheinend nicht mehr so gut. Ich will mal mit Kyogre spielen. Oh Gott. Bam!
It is I, Kyogre! Bam! Oh, Bisafloor, Level 42, das sind wir. Nicht schlecht, mein Level ist gestiegen! Oh yeah, Bisafloor, du bist so cool. So, Pikachu bist auch noch bald cool. Noch bist du noch kein, also noch bist du kein Raichu. Aber wir werden dir noch Evolutionssteine geben. Und nach Raichu werden wir uns eine Magnezone holen, Leute. Und danach mal schauen, was so passiert mit unserem Team. Wie sich Pan hier so dreht. Viel lustig. So, jetzt gibt's doch Small Bär. Okay, dann so. Nimm mal das, den Schal damit. Ist bestimmt gut. Hey, was willst du? Bam! Bam, 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 bam. Oh, nice, das ist doch toll. Ich kann aber nicht versprechen, dass Kyogre für immer unser Team bleibt. Ich glaube, ich werde nämlich demnächst auch wieder zurückwechseln zu Magneton. Das ist ja unser eigentliches Team. Ja, unser eigentlicher Teammate, unser eigentlicher Teampartner, was auch immer. So, E7, willkommen Zapdos näher. Oh, ein Hopsboss. Na, ich sag mal nein. Sorry. Aber wie gesagt, mir sind Äpfel sehr wichtig. Die waren schon immer selten. Was heißt selten? Die waren schon immer wertvoll, die Äpfel. Und ich möchte keine ausgeben. Vor allem ist hier auch eh nicht die Treppe. Schon irgendwie interessant, so mit Kyogre zu spielen. Muss ich sagen. Ich finde es auch cool, dass man die jetzt automatisch freischaltet. Oder zumindest Kyogre. Ich weiß nicht, wie es bei den anderen ist. Also ich weiß es schon, aber ich sag's euch nicht. Auf jeden Fall kann man Kyogre, wenn man ihn einmal besiegt hat, dann sofort freischalten. Das finde ich echt cool. Dass sie dafür dann die Bosskämpfe viel schwerer gemacht haben als früher. Denn früher war die echt witzlos gefühlt. Die waren so einfach. Dafür war es aber dann umso schwerer, die dann zu rekrutieren. Die Boss, die Bösse. Außerdem haben wir ja immer noch keinen Freundesschal. Den brauchen wir noch dringend. Oh, Skogler. Ja. Ich sag ja. Babadabambadam. Okay. Komm mal her. Dam, 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 dam. So, Quiekel ist damit auch gerettet. Wir kriegen daher später ganz viele Punkte. Wir haben ja erst den Bronzerang, deshalb wäre das schon sinnvoll, wenn wir endlich mal den Silberrang bekommen würden. Das würde mich persönlich zumindest sehr freuen. Ach, komm. Schlaf nicht ein, ja. Komm her! Bam! Ich muss schon sagen, mit Kyogre ist echt chillig. Aber es lag irgendwie etwas rum. Ich weiß nicht, woran es liegt. Und ich habe auch gesehen, das hat mal irgendwer in so einem Stream gemacht. Das habe ich mal gesehen. Man kann irgendwie in den Einstellungen das mit dem Laufen ändern. Tempo schnell. Das müsste es gewesen sein. Vorgenommen werden. Ja. Ist man jetzt einfach so... Ah, okay. Ja, aber bewegt sich jetzt schnell. Okay. Das ist cool. Jetzt brauche ich ja nicht mehr speeden. Dann benutze ich das jetzt, glaube ich, immer. Ich hoffe, euch stört das nicht, wenn ich auf Speed mache. Weil ich bin das einfach von früher gewohnt, dass ich einfach B gedrückt halte und dann so schnell bin. In jedem Spiel eigentlich gefühlt. Deshalb ist es echt schön, dass man das hier auch noch hat. Weil ich mag dieses Neue nicht. Weil man stoppt irgendwie gefühlt nach allen paar Schritten und das mag ich einfach nicht. Ich will schon, dass es flüssig läuft, wie schnell ich mich bewege. Deshalb werde ich wahrscheinlich so ein wenig spielen, wie es mir halt gefällt. Gut, dass mir daran noch eingefallen ist. Wie gesagt, ich habe das letztens halt in so einem Stream gesehen. Von so einem Speedrunner. Das Spiel wird auch gespeedrunnt. Und ja. Ich brauche tatsächlich etwas länger. Ich brauchte tatsächlich etwas länger für das, für die Hauptstory. Als andere. Andere Leute waren damit schneller fertig. Komm, ich spiele mal wieder mit Bisaknoss. Bisaflor meine ich, sorry. Habe ich mich vertan. Oh, das ist etwas seltsam, wenn ich so schnell bin. Das ist so ungewohnt. Jetzt,
wage es auf einmal doch nicht mehr. Was ist los mit mir? Ich meine, guck dich das an. Zack, 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 zack. Ich weiß nicht. Ich lasse das, glaube ich, erstmal so. Mal gucken, wie es mir gefällt. Ansonsten kann ich es ja noch umändern. Bum, bam, bam. So, Pfiffchen, du bist damit auch gerettet. Anscheinend hatte ich viele Aufträge. Das ist gut, dass wir jetzt alle lösen. Weil ich mag es nicht, Aufträge sausen zu lassen. Deshalb ist das schon sinnvoll. Sinnvoll. So, aber wo ist denn jetzt hier bitte der Ausgang? Ach, gib mal aus der Seite. Tschüss! Bam! Zack, du bist auch tot. Perfekt. Ja, Kyogre, das machst du. Easy. So, hier unten, bitte. Treppe. Yes. Komm, push. Ein Steinchen. Und weiter geht's. Was? In diesem Dungeon gibt es nichts mehr zu erledigen. Möchtest du ihn verlassen? Nein. Ich möchte weitergehen, ja. Hm? Okay. So, Donnerberggipfel. Wir sind fast da. Dann kommt die Musik. Wenn diese kommt, dann ist das meine Lieblingsstelle vom Lied. Vom Gipfellied. Bam. Ich glaube, ich mache das erstmal wieder aus. Musik ist cool. Machen wir auf Standards. Dungeon-Karte, lass mal groß. Raster, keine Ahnung. Ach! Ne, das lass mal aus. Was haben wir hier? Zielausrichtung, Heil-Items automatisch verwenden. Aha! Okay. Ja, gut. Ich glaube, das lassen wir erstmal so. Ich mach's doch erstmal aus. Weil ich bin mir nicht sicher, ob es mir gefällt. Ich bin das trotzdem von früher gewohnt. So, alles nass wegen Kyogre. Passt. Haut mal schön ab. So, ich bin gespannt auf den Bosskampf. Ihr seid also Zeug, was? Ich sehe, ihr habt seit unserer letzten Begegnung fleißig trainiert. Darauf wird es reichen, um mich zu besiegen? Zeigt mir, was ihr könnt! Alles klar, Zapdos! Das mache ich doch gerne. Ich habe keine Angst vor dir! Du hast eh keine Mega-Entwicklung, du kannst nichts. Oh. Du kannst sehr viel Schaden machen, das kannst du schon. Komm, ich heile mich kurz. Synthese. Okay, Kyogre macht den ganzen yes, Damage, wollte ich sagen. Oh mein Gott, das ist perfekt. Nah ran. Kann ich nicht nah ran? Egal, dann greif einfach an. Bam! Aber wir sind schon so nah ran, wie es geht. Okay. Pikachu macht irgendwie nichts. Aber gut, Pikachu kann ja auch nichts machen in diesem Kampf. Nein, wir sterben! No! Das gibt Rache! Hiya! Oh, das macht doch Damage. Wir setzen mal ein Item ein. Was habe ich denn so? Darf ich bitte kurz sortieren? Konfusionszweig. Die sind sehr gut. Nice. Greif an. Bam. Okay, macht nicht viel. Was kriegen wir denn? Ah, nicht mehr konfusiert. Verwirrt, was immer. Ich merke gerade, Zapdos ist sehr effektiv gegen Kyogre. Warum ist mir das nicht vorher eingefallen? Naja, egal. Wir machen trotzdem sehr viel Damage. Ja, kannst mich gerne heilen. Ist okay. Oh, wow. Zapdos, du bist echt stark, ne? Bam! Zack! Oh oh. I am dead! Ne, wir heilen uns nicht. So, Kyogre. Okay. Wir müssen ein Team Beleberorb einsetzen.
Option. Und bam! Gibt schon mal Damage und du machst auch nochmal einen Schaden. Verdammt! Nein, ich bin. Nein, als ob ich paralysiert bin! Wir fahren! Nein, ich kann nicht angreifen, als ob! Bitte! Okay, machen trotzdem Damage. Okay. Nice, zweimal hintereinander. Das ist gut. Und ich bin wieder tot. Kann ich ihn angreifen? Ist mein Ladungsstoß kaputt? Ah, nein, das ist nicht gut. Warum rennt er weg? Renn doch nicht weg. Was bist du denn für einer? Komm her. Trau dich. Komm zu mir. Sollen wir ihn retten? Nein, sorry, Mann. Ich möchte nicht. Bam. Und zack. Aua, was soll denn das hier? Bam. Verdammt, habt ihr es stärker als ich dachte? Oh, ich bin tot. Bitte öffne das Inventar. Bitte öffne das Inventar. Du, 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 du. Ich weiß gar nicht, wie viele Teambeleber ich noch habe, aber ich setze es jetzt trotzdem ein. Skogger lebt sogar. Yes. Bam. Nice, 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 nice. Greif an! Zack! Komm schon, wir müssen jetzt killen! Jetzt oder nie! Wo greife ich an? Ich treffe Bisaflor hoffentlich nicht. Ich muss immer so hart draufdrücken, manchmal will einfach nicht. Schlafzweig! Nice! Okay, er schläft! Bam! Oh, wie viel Damage! Oh, das war krass! Das wäre echt heftig! Angriff! Nice! Das ist heftig. Zack! Oh nein, er lebt wieder. Oh, und Bisaflor ist tot. Sie haben ihn umgebracht, sie Schweine! Das geht mir richtig auf den Strich, du! Komm her! Verdammt! Angriff! Bam! Oh, ich mach so wenig damit mit Pikachu. Ich muss trotzdem weiter angreifen, bis er stirbt. Warum stirbt er nicht? Nein, warum stirbst du nicht? Das ist ein Sterbender! Das läuft schlechter, als ich erwartet habe. Und warum öffnet er manchmal einfach nicht? Vielleicht muss ich schnell drücken? Hm. Ich habe noch 3 Teambeleber-Orbs. Da muss ich wieder farmen gehen. Oh Gott, ob das für die Folge reicht. Mal schauen. Das geht mir aber gewaltig auf die Nerven, du. Da habe ich noch Sinelbeeren. Ich habe keine Sinelbeeren, habe ich recht? Nein. Aber was ich habe, ist Georock-Brocken. Und die weise ich erstmal zu. Und dann greife ich erstmal an mit Lahmzweig. Bam! So, langsam. Zack. Zack. Okay, da macht fast gar nichts. Ich greife an. Nein, ich verfehle. Warum? Oh Gott. Oh Gott, das ist schrecklich, was hier passiert. Oh nein. Was ist denn hier los? Ich hab's mir ganz anders vorgestellt. Oh, natürlich ist wieder weg. Bam. Warum macht Kyure nichts? Ach, kein AP mehr. Okay, Moment. Dann mache ich... Top Elixier mit Pikachu auf Kyure. Und dann greift Kyure wieder an. Bam, Eisstrahl. 72 Damage. Da nochmal 10 Damage. Lichtschild. Das ist mir sowas von egal. Ich greife dich an. Mit Elektroball. 30 Damage ungefähr. Und wir haben es geschafft. Yes. Euer erbitterter Kampf hat Zapdos deutlich gezeigt, wie mutig Team Epic geworden ist. Du hast ja Zugang zum Camp Legendäre Insel und... Zapdos ist deinem Team beigetreten. Level 50. Damn. Das Talent AP Heilkraft. Nice. Das ist doch cool. Hoho.
Dillelambaum. Skogler macht nun auch mit. Ist das nicht nice? Doch, das ist mega nice. Alright. Darum, darum. Badabadabam. Zwei Mini-Belebersamen, die sehe ich sehr gerne. 160 Punkte. Wow, habt ihr gesehen, wie weit das ging? Oh, so schnell erreichen wir. Oh! Erkenntnissamen! Moment! Erkenntnis ist doch die Mega-Entwicklung im Spiel, oder? Moment, kann ich mich mega entwickeln damit? Schau mal, wie viele Punkte man hier bekommt. Okay, vorhin hat man viel mehr bekommen. Oh, du, du. Goldband können wir schon verkaufen. Zack. Oh, die Hälfte haben wir schon voll. Voll in den Silberrang. Okay, Intensivticket Test kann ich benutzen. Scanner-Stirnband, weiß ich nicht, ob ich das will. Okay. Und das war's. Am nächsten Morgen. Oh, wie ich da schlafe. Morgen. La 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 la. Guten Morgen, Mike. Guten Morgen, Pika. Wir kriegen Post, wie es scheint. Klock. Du, du, du. Ich möchte unbedingt Pikachu entwickeln, das regt mich so auf. Post. Ich finde nicht zurück, seltsam, Höhle. Okay. Können wir gerne an uns nehmen. So, wir besuchen mal ganz kurz Zapdos. Wir haben nämlich hier die legendäre Insel bekommen. Ich werde die Beschreibungen von den ganzen Inseln später vorlesen, irgendwann am Ende des Let's Plays. Nicht wundern. Das ist die legendäre Insel. Und ich glaube, ihr wisst, welche noch fehlen. Und die beiden holen wir noch. Oh, guck mal, wie ich aussehe. Mein Spell ist voll cool. Zapdos! Zack! Nice! Was haben wir eigentlich für Gummis noch? 6 Regenbogengummis! Ja komm, gönn dir! Zack! KP plus 1, alright. Pikachu, komm, gönn dir auch. Du brauchst am meisten von uns allen. Zack, plus 3. Initiative plus 3, das freut mich natürlich sehr. Oh, neues Talent. Oh mein Gott, Pikachu, was geht bei dir denn? Wir haben momentan Gruppenschutz. Je mehr Mitschreiter sich in der Nähe eines Teammitglieds befindet, desto weniger Schaden nehmen alle Teammitglieder, wenn sie... Ja, okay. Und Item Heilkraft erhöht bei allen Teammitgliedern die Wirkung von Items, die KP heilen oder den Magen füllen. Beides kacke. Also, für mich persönlich. Ich finde beides persönlich kacke. Aber müsste ich mich entscheiden, würde ich Gruppenschutz nehmen. Ja. Yep. Alright. Na dann. Level 50er Pokémon. Das könnte sehr nützlich sein. Sehr hilfreich. Professor. Guten Morgen. Ein frischer neuer Tag bricht an. Okay. Ich freue mich ja sehr darüber, dass alles so friedlich ist, aber es ist auch nichts los in letzter Zeit. Irgendwie langweilig. Kann denn nicht irgendwer was? Kann denn nicht mal wieder etwas Spannendes passieren? Ach, das kommt schon. Vertrau mir. Es wird noch was Spannendes passieren demnächst. Heute! Halt nur das, was heute passiert, ne? So, Kangama-Lager. Ich würde sagen, ich mache hier mal ein paar Sachen und dann sehen wir uns gleich wieder auf dem Weg zu Lavados.